Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Card Buddies. Ich bin's wieder, der Flo. Und wie heute sehen wir uns, wie versprochen, die Siegerliste der Internationals in den USA an. Überraschenderweise, es ist eine So-Rock-Liste. Ich hatte ja Buzz-Rock prophezeit, damit lag ich etwas daneben. Denn das Final war So-Rock Only gegen So-Rock Deponitox. Und So-Rock Deponitox hat sich durchgesetzt. Tort hat tatsächlich ein Finale verloren. Aber sehen wir uns die Liste mal genauer an. Angefangen tun wir mit einer 4-4 So-Rock Line. Relativ staple für jedes So-Rock Deck. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Spielt ein Katagami. Eigentlich hauptsächlich oder eigentlich nur wegen der GX-Attacke. Und im allerletzten Notfall kann man auch noch Sturmschwert benutzen. Außerdem ist die Fähigkeit ebenfalls sehr hilfreich, denn so spart man sich die Spezialhammer bzw. kann den Count runtersetzen. Ich weiß gar nicht, welche gespielt. Ja, nur einer, richtig. Man spielt nur einen Spezialhammer. Und dafür dieses Katagami hat exakt den gleichen Effekt, wenn man Katagami von der Hand auf die Bank legt. Dann spielen wir drei Kapufala. Meiner Meinung nach ein sehr hoher Count, aber hat sich ja durchgesetzt. Drei Kapufala, um unsere Lynette Turn 1 zu bekommen, die wir brauchen. Denn wir spielen noch ein Latios als Counter gegen Buzzrock oder Buzzwall Decks oder Malamar Decks und allgemein, weil es ein sehr guter Damage Spread ist. Dann spielen wir drei Undra Tutox als Vorentwicklung für unsere 2-1 Deponitox Line. Ja, wir spielen zweimal das Müllerwien Deponitox. In diesem Fall hier die wunderschöne Promo. Müllerwiene macht 20 Schaden mal der Anzahl der Itemkarten im gegnerischen Ablagestapel. Extrem starke Late Game Karte. Und was dieses Deponitox kann, wisst ihr, glaube ich, alle. Es geht hauptsächlich um Unratoxin. Mit einer Ausrüstungskarte angelegt geht der Effekt und dieser Effekt annulliert alle anderen Effekte im Spiel. Beziehungsweise alle anderen Fähigkeiten. Extrem starke Karte, die auch im Buzzgarb gespielt wurde. Und ja, extrem stark. Allerdings fragt man sich, warum will man alle Fähigkeiten annullieren, wenn man selber So-Rock spielt? Und das ist der Trick in diesem Deck. Das ist nicht ganz einfach, das werden wir auch vermutlich gleich nochmal sehen. Ich bin da auch noch nicht so ganz drin. Ich habe ein paar Runden mit dem Deck gespielt, aber nicht viel. Und es geht darum, genau im richtigen Moment die Fähigkeiten des Gegners zu blockieren, wenn man selber quasi keine mehr braucht. Entweder man hat die Feldgebläse, um den Leitstein wieder wegzukriegen, oder man braucht es einfach nicht, wenn man so eine riesen Hand hat, oder man hat eh schon gewonnen. In solchen Situationen wird dann unser Toxin benutzt. Hauptsächlich geht man aber erstmal auf die Müllerwiene. So, kommen wir zu den Supportern. Wir starten mit 3 Bromley. Relativ niedriger Count für ein So-Rock-Deck. Nicht 3, sondern 4, aber man hat ja auch die Leitsteine noch, deswegen nur 3. Eine Cynthia nur, das ist sehr, sehr wenig, meiner Meinung nach. 2 Bridget, auch relativ niedriger Count tatsächlich. Eine Acerola, 4 N, ja, ich erkläre gleich, warum 4 und N und nicht 4 Cynthia. Und einen Professor Plata. Okay, warum 4 N und nicht 4 Cynthia? Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, man wird vermutlich etwas behind sein in dem Deck und man möchte zum Ende hin den Gegner mit dem N, also dass er nur noch 2, 1 oder 3 Handkarten hat und dann will man Itemlock machen. Also dann will man den Leitstein an das Ondratoxin, an das Deponitox anlegen, das die Fähigkeiten blockt. Um so den Gegner einfach in eine Situation zu versetzen, wo er einfach nichts mehr machen kann. Deswegen spielt man 4N und nicht 4 Cynthia, weil Cynthia gibt einem zwar immer 6 Karten, aber N ist dafür viel besser, um den Gegner zu disrupten. Also es ist ein sehr ein Deck, das sehr viel darauf baut, den Gegner zu disrupten. Den einen Platan ganz einfach, weil Platan immer mal in Paniksituationen unglaublich stark sein kann oder einfach der beste Draw-Supporter ist. Lola, um gedamagte Zoroarks oder Deponitox aus der Gefahrenzone zu besorgen. Bridget brauche ich nicht zu sagen. Cynthia habe ich gerade erklärt und Bromley auch schon. Kommen wir zu den Item-Karten. Also wir spielen eine Evo-Brause. Evo-Brause wieder ein kleines Comeback gemacht in der Meta. Jetzt zu den Worlds hin und zu den Nationals. Gute Karte, womit man aus dem Deck heraus entwickeln kann.
Man spielt nur ein One-Off. Oder hat derjenige, der sich das Deck überlegt hat, sich für ein One-Off entschieden. Ist eine kopierte Liste. Dann spielen wir drei Feldgebläse. Einfach auch, um den gegnerischen die Tools wegzunehmen. Damit man selber seine Fähigkeiten behält und dem Gegner auch so viele Itemkarten wie möglich in den Ablagestapel bringt. Ein geheimnisvoller Schatz, weil er einfach gut ist, um den Ponytox und Fala und Latios rauszusuchen. Vier Hyperbälle, Standard. Eine Rettungstrage, inzwischen auch ziemlich Standard in allen Decks. Ein Spezialhammer, um den Gegner wieder zu disrupten. Dann spielen wir vier Zeitpuzzle, um den Gegner, um halt unsere Karten, die wir abgeworfen haben, wieder zurückzubekommen. Typisch für Zoroark-Decks. Zwei Parallelstadt, sehr untypisch eigentlich für Zoroark. Aber es war eigentlich gar nicht so untypisch, aber es wurde in den Lycanroc Zoroark war so unglaublich wenig gespielt wie im Plätscherhügel. Und Parallelstadt, extrem starkes Stadion. Man kann den Gegner auf drei Bank-Pokémon beschränken oder man kann dafür sorgen, dass die Feuer-, Pflanzen- und Wasserattacken des Gegners 20 weniger Schaden machen. Und das ist auch alles gut. Beides sehr, sehr stark. Dann noch drei Leichtsteine, die brauchen wir, um den Ponytox zu aktivieren. Zwei Wahlbänder, die wir ebenfalls dafür benutzen können oder halt um mehr Schaden zu machen. Und dann kommen wir auch schon zur Energie. Wir spielen nur Spezialenergie. Wir spielen dreimal die Regatenergie mit Elektro, Psycho und Stahl. Damit wir sowohl mit unserem Deponitox, das eine Psycho braucht, angreifen können, und unserem Katagami, was Stahl braucht. Und zusätzlich vier DCE, vier Doppelfarblos, einfach weil es Standard ist in jedem Zoroark-Deck, weil Zoroark braucht die Doppelfarblos. Man könnte im Zweifelsfall dadurch auch hiermit angreifen, oder auf dem ganz dicke kommt hiermit, oder hiermit fürs Latios brauchen wir sie, fürs Kapufala brauchen wir sie, und fürs Katagami könnten wir sie auch benutzen. So, das ist die Deckliste. Ja, wie gesagt, der liebe Herr, ein Franzose, ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf, hat damit die NA Internationals gewonnen. Im Finale gegen den guten alten Tort, der so ziemlich alles gewonnen hat dieses Jahr. Also das Deck hat einiges drauf. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt mal zeigen. Wir spielen jetzt mal. Erinnerung. Ich habe jetzt eigentlich nichts geändert. Ja, wir spielen jetzt einfach mal. Und ich hoffe, ich habe letztes Mal sich ja ein paar Leute beschwert, dass ich keine Wins gezeigt habe oder keinen Win gezeigt habe. Ich hoffe, das kann ich diesmal zeigen, aber ändern, beziehungsweise dass wir jetzt mal gewinnen. Aber grundsätzlich versuche ich einfach darzustellen, was das Deck am besten kann. Und das fand ich, hat letztes Mal Buzzrock getan, auch wenn wir verloren haben, was sehr knapp war. Wir haben jetzt einen Katagami-Start, das ist zum Beispiel nicht sehr schön. Und wir haben keine Richtung für unseren... Also wir haben keine Möglichkeit, mit Bridget Turn 1 zu spielen aktuell. Das ist nicht sehr schön. Aber wir kriegen das vielleicht trotzdem hin. Wichtig ist, dass wir nicht so viel guten Stuff in den Preisen haben. So. Dann wollen wir uns mal... Oh, wir spielen gegen ein Rotom-Deck. Das ist natürlich sehr schön. Denn wenn der keine Energien spielt und wir unser Deponitox gesetupt haben, heißt das, dass er einfach verloren hat. Das ist wundervoll. Wir legen hier schon mal unsere Energie ran. Und spielen dann eine Cynthia, unsere einzige, und versuchen so ein bisschen was rauszubekommen. Hier sehen wir, wir haben ein Zoroark bekommen. Und ich glaube, ich halte den Hyperball nochmal, obwohl die... Der Evo-Browser brauche ich, fahre dich gerne für den Supporter. Das Puzzle of Time würde ich auch ungern jetzt schon wegwerfen. Deswegen passen wir halt nochmal. Das ist ein sehr gutes Matchup für uns. Aber ich habe keinen guten Start. Und das ist schon mal etwas, womit ich euch zeigen kann, warum dieses, wie dieses Deck vielleicht aus schlechteren Situationen sich auch befreien kann. Wir haben gerade fast einen nächsten Season-Start, nämlich ohne Bridget. Aber wir haben halt eine Evo-Brause, die diese Season auch nicht mehr da sein wird. Gut, dann geht das Spiel um Cynthia. Rotom-Decks sind, die Rotom-Decks, ich weiß nicht, ob ihr die Rotom-Decks kennt, aber die basieren auf dieser Fähigkeit. Wenn Rotom 9 Pokémon-Ausrüstung oder mehr in dem Ablagerstapel hat, oder wenn du 9 Pokémon-Ausrüstung oder mehr in deinem Ablagerstapel hast, ignoriere alle Energiekosten jeder Attacke von diesem Pokémon. Also das kann dann für 0 Energien angreifen. Das macht dann 60 Energien und lege eine Spezialenergie vom aktiven Pokémon des Gegners auf den Ablagerstapel für keine Energien. Das muss er aber erstmal hinbekommen. Aktuell sieht es ganz gut aus. Er hat jetzt 3 Kampfgeistkutte schon, also er hat schon 3 Tools von den 9. Allerdings, wenn ich dann meinen Deponitos gesetupt habe,
gilt die Fähigkeit nicht mehr. Und er spielt aber vermutlich keine einzige Energie in diesem Deck. Das bedeutet, er hat eigentlich so gut wie verloren. Wir werden jetzt erstmal unsere Evo-Brause hier spielen. Und uns das Zoroark holen. Dann gucken wir mal. Wir haben Zoroark, wir haben unsere Tutox. Wir haben so ziemlich alles da, was wir brauchen. Das ist schon mal herrlich. So, und ich glaube, wir werden tatsächlich jetzt noch für den Bridget-Play gehen. Ist zwar jetzt nicht mehr Turn 1, aber ich glaube, dass es immer noch gut ist. Weil ich will das Setup haben. Wir werden hier noch ein Zoroark. Zoroark, und ich würde gerne für 200 Tutox gehen. Und dann werden wir anfangen nochmal zu traden. Das Fettgebläse brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Die Platzballons werden eh gleich verschwinden. Das sind doch wundervolle Garten. Ich werde die DCE erstmal keepen, denke ich. Und werde... Welche DCE keepen? Ich werde die DCE keepen und werde Schwerthieb Gigs machen. Wir nehmen einfach eine Preiskarte. Wundervolle Gigs-Attacke, oder? Ich finde, sie ist sehr, sehr unterhaltsam, diese Gigs-Attacke. Ich mag die sehr. Dann wollen wir mal gucken, was unser Gegner dann so anstellt. Weil die Platzballons halten nur einen Zug. Das heißt, er hat jetzt schon drei. Er hat jetzt sechs Items schon im Ablagestapel. Also sechs Ausrüstungskarten hat er schon im Ablagestapel. Items hat er so viel, dass er eigentlich, dass man den Pultox alles one-shottet. So. Aber aktuell kann er, glaube ich, nicht viel machen. Oh, Bromley. Auf 100 Tutox, okay. Das ist nicht ganz so schön. Wenn er jetzt angreifen kann und das, er trifft jeden Kopf, kann er 100 Tutox schon mal rausnehmen. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Wie viel hat er jetzt? 3. Immer noch die 6, ne? Und den Platzballon. Das heißt, er hat... Platzballons sind das im nächsten Turn 7. Aber er hat alles gespielt, was er spielen konnte. Also er kann noch nicht viel machen. Okay. Ich werde die Lola erstmal wegtraden. So, wir haben unseren geheimnisvollen Schatz. Und dafür werde ich einen Hyperball weggeben. Und wir holen uns... Welches holen wir uns denn? Holen wir uns das die Ponytox oder holen wir uns das den Ponytox? Das Problem ist, ich kann mit sowohl als auch gerade nichts. Ich denke, ich werde tatsächlich für das die Ponytox gehen. Die Ponytox werde ich hier eine DCE anlegen und werde dann den N spielen. Nee, N will ich nicht spielen. Er hat nur eine Karte auf der Hand. Und werde dann den Hyperball spielen und werde mir ein Zoroark holen. Der Zoroark da hinlegen. Und dann werde ich mir mit den Puzzles, genau, dann werde ich beide Puzzle of Time spielen und werde mir die Cynthia und unsere DCE zurückholen. Und dann werde ich Cynthia spielen. LN will ich nicht spielen, dann schenke ich ihm so viele Karten, das ist nicht gut. Aktuell, wie viel, mal gucken, er hat jetzt die 3 plus die 3, das sind 6, er bekommt die dazu, das sind 7, das heißt, er braucht dann noch 2 Tools. Ich denke mal nicht, dass er sie kriegen wird, deswegen werde ich erstmal den Leichtstein noch nicht anlegen. Ich
Ich werde jetzt traden. Und wenn er ihn bekommt, habe ich das unserer Tutox. Ich werde traden und ich werde den N wegtraden. Das ist okay. Dann werde ich passen. Er hat jetzt 7. Ich möchte halt, dass er. Er feeblowert sich wahrscheinlich. Also er macht Feldgebläse auf seine eigenen Tools. Und ich will nicht, dass er meinen Leitstein wegfeldgebläse. Siehst, seht ihr? Das hat nichts funktioniert. Er, bei ihm hat das nichts gebracht gerade. Und ich werde jetzt nämlich Hyperball spielen. Das Zoroark und das Ungratytox wegwerfen. Und werde mir damit das Deponitox hier holen. Weil das entwickeln, werde dem die Aggregatenergie anlegen. Und werde jetzt schon den Leitstein spielen. Und werde die Müllerwiene machen. Das heißt, wenn er jetzt nicht den Leitstein weg. Wir sind zwar quasi stuck, weil wir nicht wirklich haben, was wir machen können. Aber wenn er jetzt nicht den Leitstein. Er muss den Leitstein entfernen, um selber aus der Situation zu kommen. Wenn er das nämlich nicht macht, gewinnen wir. Wir gewinnen einfach, weil er nichts mehr hat im Turn. Er kann einfach nichts machen. Er kann so viel. Er muss halt Feldgebläse auf den Leitstein machen. Sonst mache ich halt einfach ein Pokémon nach dem anderen von ihm weg. Ich werde jetzt einfach. Ich werde hier noch eine DCI anlegen. Meinetwegen auch ein. Meinetwegen einfach auch ein Ballband, warum nicht? Vielleicht hat er irgendein GX drin. Und werde einfach weiter angreifen. Und er hat so viele Items im Ablagestapel, dass ich einfach alles one-shotte. Wie ihr seht, ich mache 280 Schaden an einem normalen Pokémon. Ich würde jedes Pokémon, was es aktuell gibt, one-shotten mit dem Deponitox. Das ist diese Stärke von dem Deponitox. Jetzt, ihr seht relativ gut, wie dieses Deck funktioniert gerade. Ne? Und er kann eigentlich machen, was er will. Er hat eigentlich schon verloren. Er zieht jetzt zwar die hin und her und versucht halt das zu opfern, was er opfern kann, seiner Meinung nach. Was nicht ganz so was verschmerzen ist, wenn man das opfert. Aber ich werde einfach weiter Müllerwiene machen. Und dem einen Preis nach dem anderen. Selbst wenn er jetzt N zieht und N spielt, dann ändert er uns zwar auf 2, aber so, um auf die Situation rauszukommen, muss er diesen Fleischstein entfernen. Und wenn er das tut, habe ich meine Zorox direkt wieder. Und mit denen kann ich mir dann wieder alles holen, was ich brauche. Die alle voll mit Energien sind. Guck, jetzt kommt das Feldgebläse. Jetzt wird er den Leitstein entfernen müssen. Was das getan hat. Und er hat jetzt wie viele Tools im Ablagestapel? Er hat jetzt 4. Das sind 7. Er hat jetzt 9. Er hat jetzt 9. Er kann jetzt angreifen. Er hat 9. Damit kann er 120 machen. Das wird er auch tun. Okay. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich habe ja meine Zoroark im Zweifel. Und meine Zoroark kriegen nur 100, weil sie Psychoresistenz haben. Und mehr, das ist, mehr kann er halt nicht machen. Also. Das ist ein ziemlich cooles, ziemlich lustiges Deck, was er da spielt, aber es kann halt nicht mit einem. International Winning Deck mithalten, wie ihr seht. Auch wenn das ein ziemlich lustiges Deck ist. Was glaube ich auch ziemlich lustig ist zu spielen. Sowas könnte man auch mal ausprobieren. Jetzt wird er angreifen mit dem Rotom. Korrekt. Ich werde einfach mal einen Zoroark nach vorne ziehen. Und werde mal. Ich werde. Welches Latios? Ich werde das zur Ruhe auf die Bank legen. Werde das Capofada traden. Oh, seht ihr. Ich habe noch einen Leitstein gefunden. Und werde dann einfach prügelnde Meute machen. Und jetzt ist er in der gleichen problematischen Situation, in der er vorher auch schon war. Mein Zoroark macht zwar nur 120, was aber für seine Pokémon alle reicht. Also er hat zwar wieder das Feldgebläse, aber er kriegt mein Zoroark nicht gewonshottet. Oder dürfte er eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, mit welchem Brotom er das Zoroark one-shotten würde. Und ich one-shotte alles von ihm.
Ah, er kann, ja gut, er kann, stimmt, er kann die Special Energy wegmachen, aber er weiß ja nicht, dass ich zwei DCs auf der Hand halte. Also es ist da quasi gerade der letzte Ruf nach Hoffnung, den er da hat. Aber der bringt ihn nicht weiter. Aber ein schönes Deck und es funktioniert hier gerade sehr, sehr schön. Ist das Deck. Leider habe ich gerade ein bisschen Zeitnot. Sonst würde ich danach noch eine Runde machen. Aber das schaffe ich zeitlich leider alles nicht. Deswegen. Oh, was macht er denn jetzt? Bromley auf. Ah, mein Katagami. Gut gespielt. Gut gespielt. Nochmal das Katagami ausgenockt, nochmal ein paar Preise für ihn. Ich lege jetzt einfach mein Latios hier hin, um mal zu zeigen, ich hätte alles. Mal prügeln eine Meute und hab gewonnen. Okay. War jetzt nicht das Paradedeck, gegen das wir gespielt haben. War jetzt kein Buzzrock oder sowas oder kein anderes Zoroark-Deck, aber ich glaube, man hat sehr gut gesehen, was das Deck kann. Was die Stärken dieses Decks sind. Es hat dem Ganzen gerade sehr gut reingespielt, muss ich sagen. 1200 Schaden nur mit einem Dunkelpultrax mit einer Energiekarte, muss man halt bedenken. Das ist extrem, extrem stark. Ich will euch die Liste nochmal zeigen. Und ich werde auch garantiert nochmal mit dieser Liste spielen. Nur leider habe ich heute keine Zeit mehr. Aber ich denke, man hat gesehen, warum diese Liste extrem stark ist. Ich habe euch einen Win gezeigt. Und ja, also mich hat es tatsächlich überrascht, dass dieses Deck die Internationals gewonnen hat. Ja. Aber so ist es nun mal. Es ist nicht immer alles vorherzusehen in der Welt des Pokémon. TCGs. Was vielleicht auch ganz gut so ist. Also, spielt das Deck gerne mal nach, baut es euch nach und spielt es auch mal. Es ist extrem stark. Ich denke, es ist auch relativ. Es ist nicht simpel zu spielen. Es ist schon schwierig, entscheiden im richtigen Moment, dass die Politoks zu locken und so ein Kram. Das sind keine einfachen Entscheidungen, die man auch eigentlich mehr durchdenken muss, als ich es jetzt getan hatte. Ich hatte jetzt ein recht leichtes Matchup, deswegen ging das. Aber im Grunde ist es ein Deck, mit dem, wenn man das perfekt spielt, alles besiegen kann, wie man gesehen hat. Ich denke, es ist auch irgendwo zu Recht Regional Champion geworden, denn wenn es ein Zoroark-Deck schafft, so weit zu kommen in einer Kampfmeta mit Kampfschwäche, ne, das darf man nicht vergessen, es hat Kampfschwäche und wir haben eigentlich eine Kampfmeta, dann hat es schon, ich ziehe meinen Hut vor dem lieben Franzosen, der gewonnen hat in Amerika. Also, auf jeden Fall mein Respekt. Was ich noch sagen wollte, nächste Woche könnte schon ein anderes Video kommen, das weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht, weil nächste Woche Samstag sind wir auf dem Pre-Release. Ich weiß gar nicht, ob ich verraten wo davor. Wir sind auf jeden Fall auf dem Pre-Release. Die komplette Cup-Buddies-Truppe plus Stefan von Pokémon JM und vielleicht noch ein paar andere. Ich denke, ich werde voraufnehmen. Und dann die Woche darauf könnt ihr vielleicht euch darauf freuen, vielleicht ein paar Special-Videos zu bekommen, die wir dann dort auch zusätzlich noch aufgenommen haben. Teaser Richtung Real-Life-Gameplay. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verspreche euch, es kommt damit auf jeden Fall nochmal ein Gameplay, so wie ich es mit dem Ulacuco-Deck gemacht habe. Und vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis nächste Woche.